Andreas Wieland bedient. Altach hingegen natürlich euphorisiert. Nach dem 1:1 gegen Salzburg haben die Vorarlberger nachgelegt und das dieses Mal eben sogar zu Null. Und das freut natürlich auch den Torhüter Tino Casali. Und den wollen wir jetzt etwas genauer vorstellen. Ronald Mann hat ihn besucht. Die Schattenburg in Feldkirch. Eine Festung, die geradezu unüberwindbar scheint. Symbolisch gesehen ein guter Ort, um Tino Casali zu treffen. Der Weg bis zum Einser-Tormann für ihn extrem beschwerlich. Ja, ich habe einfach immer geduldig sein müssen. Es hat immer lang gedauert. Ich habe immer dranbleiben müssen. Also, ich habe sicherlich einige Phasen, wo es nicht leicht war, wo viele mich vielleicht abgeschrieben gehabt haben. Es war schon schwer natürlich, weil du oft gedacht hast, es ist ewig weit weg. Es ist einfach, man kommt nicht hin oder man kriegt die Chance einfach nicht. In der Vergangenheit kann sich Casali nie durchsetzen. Sein Ex-Verein, der SV Mattersburg, dennoch so wichtig für ihn. Im Dress der Burgenländer macht er am 13. April 2019 seine erste Partie in der Bundesliga. Naja, das werde ich mir mein Leben lang merken. Das habe ich ewig warten, also für mich gefühlt ewig warten müssen. Und das war schon ein sehr, sehr wichtiger Tag für mich. Allein schon beim Abschlusstraining ist gerade das Spiel. Die Mannschaft hat sich riesig gefreut. Der Marco Quasiner hat Konfetti geschossen in der Kabine. Also wirklich haben sich alle gefreut darüber, weil sie gewusst haben, wie wichtig mir das einfach war. Seit dieser Saison ist er bei den Altachern Einser-Tormann, verdrängt Martin Kobras. Eine Verletzung zwingt Casali jedoch zur Pause. Kobras zwischenzeitlich als eigentlich dritter Goalie wieder im Tor. Wie ist denn das Verhältnis zwischen den beiden? Untereinander ist es gut. Also ich kann natürlich schon ein bisschen einschätzen, was im Vorarlberg sich viele denken, was vielleicht da der Kobi sich denkt, aber mir gegenüber ist es schwer in Ordnung, ist alles gut und ich glaube, wir schätzen es gegenseitig und können das schon einschätzen, wie das ist. Dennoch geschenkt hat es mir auch keiner und entschuldigen muss ich mich auch dafür, dass ich jetzt spiele. Fakt ist, Casali ersetzt ein wahres Altacher Urgestein, einen Publikumsliebling. Das muss doch Druck machen, oder? Vielleicht der Druck von außen, aber den mache ich mir nicht. Daraus habe ich auch gelernt. Ich habe sicher früher, wo ich noch jung war, viel mehr Druck gemacht als jetzt. Es macht einfach jetzt viel mehr Spaß. Also, klingt vielleicht übertrieben, aber das ganze Leben macht jetzt einfach mehr Spaß. Es hat immer was gefallen eigentlich, ne? Logischerweise. Und ich kann jetzt einfach meinen Traum leben. Apropos Träume. Ich träume genauso vom Nationalteam. Ein großes Ziel, dass ich da hinkomme. Ich möchte ein großes Turnier spielen mit Österreich. Ich habe einmal die U20 Games spielen dürfen und genau sowas möchte ich noch mal erleben und ja, das ist so der große Traum. Zumindest einen Traum hat sich Casali erfüllt. Er ist nun das, was er immer sein wollte. Die Nummer 1 im Tor. Und Tino Casali spielte eben am Sonntag in Pasching zum zweiten Mal in dieser Saison zu Null, war damit auch hauptverantwortlich für diesen wichtigen Auswärtssieg. Der Altacher, die also nachgelegt haben nach dem Unentschieden gegen Salzburg, es sind schon ein bisschen seine Wundertüte, oder Walter? Ja, genau dann, wenn man glaubt, jetzt ist es ganz, ganz schwer. Also Tabellenletzter, dann spielst du gegen Salzburg zu Hause, musst dann zum LASK fahren und auf einmal machen sie 4 Punkte. Also die überraschen wirklich. Das Einzige, was vielleicht noch fehlt, dass sie jetzt in den nächsten Runden auch zu Hause dann einmal wieder einen Dreier einfahren, vielleicht gegen die direkten auch Konkurrenten. Jetzt hat man gegen den LASK gewonnen, das sollte Auftrieb geben, sodass sie relativ frühzeitig wirklich einmal stabiler werden. Nächste Runde trifft man auf Hartberg aus Vorarlberger Sicht. Philipp Netzer wird nicht dabei sein. Leider hat sich am Mittelfuß verletzt. Wird 2 bis 3 Wochen fehlen. Der Bandli fehlt gelb gesperrt. Welche Aufgabe kommt auf Altach zu? Und wie können Sie diese Innenverteidigerproblematik lösen bzw. auch erfolgreich gestalten? Ja, die zwei waren jetzt in den letzten 2 Runden zumal mal wirklich wichtig für die Mannschaft. Also Netzer, obwohl er schon ein relativ hohes Alter hat, aber immer wenn der fit ist, ist er einfach das Element in der Mannschaft, der die Mannschaft noch so ein bisschen mehr bewegt. Also wenn der ausfällt, ist es sehr bitter. Jetzt kommt der Bandli dazu. Das heißt, sie müssen die Innenverteidigung komplett neu aufstellen. Sie haben zwar Zwischenbrucker, sie werden das schon irgendwie hinbekommen, aber es wird nicht einfach sein, weil auch die Hartberger in der Offensive auch das eine oder andere immer wieder verstehen. Mal schauen, ob Tadic spielt. Also das könnte schon wieder ganz interessant werden.